Servus und hallo, meine lieben Technikfreunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal wieder einen Gaming-Monitor an, diesmal aus dem Hause Titan Army. Und was dieser 32 Zoll QHD Gaming-Monitor so auf dem Kasten hat, seht ihr gleich nach dem Intro. That's what they tell me, all the fucks I ever came on. Ich hab's euch ja gesagt, wir schauen uns mal wieder einen neuen Gaming-Monitor an. Ich als Konsolenspieler bin natürlich extrem begeistert, wenn ich lese HDMI 2.1. Denn das bedeutet für mich auf PlayStation 5 oder Xbox Series X VRR, also variable Bildraten, sind problemlos möglich. Dann reden wir nicht von 60 Hertz, sondern von 120 Hertz über HDMI. Und das ist natürlich schon ziemlich geil, denn wenn wir uns das Panel anschauen, das hier verbaut ist, haben wir ein IPS-Panel, das wirklich sehr hell ist. Und das ist mir persönlich als Gamer immer sehr wichtig, ein helles Panel zu haben, aber auch gleichzeitig gute Reaktionszeiten und die 120-Hertz-Marke, die sollte auf jeden Fall fallen, wenn ich auf der Konsole Games wie Call of Duty oder ähnliches spielen möchte. Durch die QHD-Auflösung sind wir in einem Bereich, wo ich sage, es ist nicht ganz 4K, aber es ist auch nicht Full HD. Wir sind genau in der Mitte. Das ist mein persönlicher Sweet Spot für Konsolengaming. Denn ich finde 4K und diese 120 Hertz wird dann schon extrem teuer. Wenn wir uns solche Monitore anschauen, liegen wir im preislichen Segment so roundabout um die 300 bis 400 Euro. Und das ist mit dem Titan Army wirklich ein Schnäppchen. Ich persönlich muss sagen, was den Monitor betrifft, habe ich ein paar Features, die ich nicht missen möchte. Fangen wir mal grundsätzlich bei den Hertz an. Wir haben 240 Hertz mit Onboard, habe ich ja schon gesagt. Grundsätzlich kann ich im Menü das Ganze auch entsprechend aktivieren. Wenn ich möchte, habe ich auch die Möglichkeit, das Gaming-Menü zu öffnen. Das geht über die Tasten direkt am Monitor. Dort komme ich hinein und kann dann Einstellungen wie Fadenkreuz oder FPS-Anzeige zum Beispiel aktivieren. Was ich auch sehr schön finde, sind die Einstellungen verschiedener Profile, die ich hier habe. Ich kann beispielsweise ein FPS-Profil wählen. Ich kann ein Profil wählen, das für macOS zum Beispiel ist, wenn ich den Bildschirm auf einem Mac betreibe. Modus für Film gucken, Modus für zum Beispiel Rollenspiele. All diese Sachen sind schon voreingestellt. Natürlich kann ich auch selbst die Farben anpassen und Dinge wie Helligkeit oder Schwarzlevel, alle diese Geschichten kann ich auch selber einstellen. Was ich auch sehr cool finde, wenn man lange vorm PC oder von der Konsole sitzt, ist das Thema Blaulicht. Denn das blaue Licht, das durch den Monitor abgestrahlt wird, ist nicht so ganz so toll für unsere Augen. Deswegen haben wir hier Low Blue Light on Board. Das ermöglicht uns, dieses Flackern zum Beispiel abzustellen, was man häufig hat, wenn man Monitore hat, die das nicht unterstützen. Natürlich ist es auch ein bisschen augenschonender und man kann zum Beispiel auch Dinge wie einen Nachtmodus aktivieren, der ein bisschen augenschonender ist. Was ebenfalls sehr cool ist, sind Dinge wie zum Beispiel der Lautsprecher, der mit dabei ist. Wichtig zu bemerken, es gibt hier kein Audio über HDMI. Das heißt, wenn ihr Konsolenspieler seid, müsst ihr ein extra Kabel dafür mit vormerken. Ich denke, für alle PC-Spieler wird der Lautsprecher eher weniger relevant sein. Auch für Konsolenspieler ist es nice to have, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Headset geht immer vor Lautsprechern, vor allem wenn man kompetitiv spielen möchte. HDR 400 bietet der Monitor ebenfalls mit. Das ermöglicht eine relativ hohe Helligkeit auch darzustellen. Man muss immer so ein bisschen gucken, welche Spiele, welche Konsole, wer oder was unterstützt denn dieses HDR. Ich persönlich habe es meistens nicht aktiviert, weil ich zum Beispiel auf der Xbox, wo ich unterwegs bin, eigentlich immer merke, dass mit dem HDR-Modus die Farben ein bisschen verwaschener aussehen und mir persönlich nicht gefallen. Aber das ist wie gesagt eine persönliche Präferenz. Schaut auch, was die Farbeinstellungen betrifft, was eure Wünsche sind. Das Menü des Monitors ist wirklich der Standard. Da haben wir alle Einstellungsmöglichkeiten, die ich mir wünsche. Ich bin halt immer ein Freund davon, wenn man die Einstellungen super easy sehen kann. Das finde ich hier ist wirklich der Fall. Es ist einfach gehalten. Ich finde alles, was ich suche. Und schön ist auch zum Beispiel, dass der An- und Aus-Knopf beleuchtet ist. Ich sag mal, das Sahnehäubchen wäre natürlich gewesen, wenn man diese Dinge auch bequem beispielsweise über eine App oder über eine Fernbedienung steuern kann. Das machen Premium-Hersteller. Ihr dürft natürlich bei so einem Preis nicht erwarten, dass solche Features mit on board sind. Aber vielleicht kann man es ja auch mal überlegen für ein Premium-Modell. Ansonsten finde ich auch sehr schön, dass ich den Monitor Höhen verstellen kann. Ich kann ihn natürlich auch neigen. Das ist auch eine Option, die ich habe. Was ich nicht machen kann, ich kann ihn nicht drehen. Also ich kann ihn dann nicht in dem Porträtmodus verwenden. Ich weiß aber auch ehrlicherweise nicht, ob ein 32-Zoll-Monitor dafür geeignet wäre. Aber ist vielleicht einfach nice to know. Natürlich kann ich ihn an eine VESA-Mount dran machen. Das ist natürlich die Option. Dann muss ich den Stand nicht benutzen und kann ihn sozusagen in dem Porträtmodus benutzen.
aber das sei hier einfach mal gesagt. Auch schön finde ich die Background-Beleuchtung, da hat man hier ein schlichtes Rot genommen, was perfekt auch zu dem Design des Ganzen passt. Der Stand an sich, wo der Monitor draufsteht, ist einfach gehalten, sieht aber schlicht und stylisch aus. Gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Für alle, die es interessiert, ob G-Sync oder FreeSync mit on board ist, hier wird die Technologie von AMD FreeSync unterstützt. Die ist auch standardmäßig mit dabei. Ich muss aber persönlich sagen, für Konsolenspieler ist das jetzt nicht unbedingt relevant, denn da war es mir einfach wichtig, VRR zu aktivieren oder auch die variable Bildrate genannt. Zu den Anschlüssen muss ich ehrlicherweise sagen, ist der Standard mit dabei. Zweimal HDMI 2.1 finde ich mittlerweile für Konsolenmonitore gehört einfach zum Standard. Natürlich gibt es auch DisplayPort, das ist für alle PC-Spieler da draußen sehr, sehr interessant. Was es hier nicht gibt, ist beispielsweise Thunderbolt oder einen USB-C-Anschluss. Aber Leute, brauche ich bei so einem Monitor auch nicht. Kommen wir nun zum Panel. Das Panel ist grundsätzlich ein sogenanntes Fast IPS Panel. Bei dem Panel ist das Schöne, dadurch, dass wir auch die 240 Hertz Unterstützung mit haben, haben wir auch sehr, sehr smooth Bilder. Was ich ebenfalls beim Gaming sehr geil fand, war der Schwarzwert. Es ist so gewesen, dass ich bei der Xbox, auch wenn ich zum Beispiel COD gespielt habe, bei den dunklen Ecken die Gegner immer erkennen konnte. Und das hatte ich bei anderen Monitoren schon häufig schlechter gesehen. Das hat mich persönlich sehr, sehr überzeugt und fand ich mit eins der großen Highlights. Kommen wir nun zum Ende des Videos zu einem Fazit. Würde ich den Monitor empfehlen und wenn ja, warum? Ich kann ganz klar sagen, ich kann ihn empfehlen. Denn für den Preis, was ich hier zahlen muss, kriege ich den perfekten Gaming-Monitor. HDMI 2.1, 240 Hertz, richtig cooles IPS-Panel, das ich hier mit verbaut habe. Und dann auch noch so Features wie AMD FreeSync mit on board. Das lässt mein Herz auf jeden Fall höher schlagen. Und dann muss ich natürlich auch den Preis sehen. Ich habe es ja gerade eingangs schon erwähnt. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Herstellern werdet ihr persönlich nichts Besseres bekommen. Höhenverstellbarkeit ist mit dabei, Blaulichtfilter ist mit dabei, ein cooles Gaming-Menü, wo es vorkonfigurierte Dinge gibt, ist auch mit on board. Ich denke, es ist ein perfektes Rundum-Paket für Gamer, die sagen, sie zocken sowohl Konsole als auch am PC. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlen würde. Wenn ich ein Feature nennen müsste, wäre es vielleicht G-Sync, aber ganz ehrlich, brauche ich als Konsolenspieler eh nicht. Das Ding funktioniert sowohl mit AMD als auch mit GeForce-Grafikkarten. Ja, was will ich denn mehr? Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerne in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen! Yeah.